Oliver Henke ist jetzt wieder bei mir von der Aktion Gewaltfrei Lernen. Wir haben vorhin schon einiges gesehen hier auf der Bühne. Vielleicht ganz nur kurz nochmal die Beschreibung. Was ist das für ein Projekt? Gewaltfrei Lernen. Wir machen gewaltpräventive Arbeit an Schulen, an Kindertagesstätten, primär an Grundschulen, aber auch an weiterführenden Schulen. Und wir arbeiten dort vor Ort mit allen Kindern einer Grundschule, mit dem gesamten Kollegium, also mit allen Lehrerinnen und Lehrern. Und auch mit möglichst vielen Eltern und wollen so alle am Bildungsprozess Beteiligten erreichen und wollen da gewaltpräventiv wirksam werden. Und wie das aussieht ganz konkret, würden wir auch ganz gerne hier zeigen. Dazu haben wir ein paar Kinder eingeladen, die schon an dem Programm teilgenommen haben. Da sind aber leider nur zwei gekommen. Das heißt, wir sind auf eure Mithilfe angewiesen und die Kinder, die Lust haben, ein paar Tricks zu lernen, wie sie sich anderen gegenüber stark zeigen können und cool zeigen können und sich unter Umständen auch mal aus einer unangenehmen Situation befreien können, die sind eingeladen, jetzt mal hier nach vorne zu kommen. Wer von euch macht mit? Dann gibt es hinterher auch, muss man vielleicht dazu sagen, wir sind Gewaltfrei Lernen, ist hier heute als Kooperationspartner von Capri Sonne, die ebenfalls eine Aktion Starke Kids sind fair haben. Die Cheryl Reese als Botschafterin dieser Aktion heute ja auch schon hier auf der Bühne. Deshalb kann ich denjenigen, die jetzt mitmachen, zumindest mal versprechen, kommt mal hier nach vorne, steht mal ruhig auf, traut euch mal, ist nicht schlimm, tut nicht weh, macht auch Spaß. Und hinterher gehen wir rüber zum Capri-Sonne-Stand und trinken da alle mal gemeinsam so eine lustige Capri-Sonne. Traut euch mal, kommt mal nach vorne. Steht ihr mal auf? Okay, kommt mal nach vorne, ganz genau. Okay. Also, das Allerwichtigste, jeder von Ihnen weiß ja, dass es insbesondere auf den Pausenhöfen und in den Gängen einer Schule immer wieder mal zu Drängeleien, zu Raufereien kommt. Und natürlich, jeder der Eltern wünscht sich natürlich, dass das Kind sich aus so einer Bedrängnissituation befreien kann, nicht immer den Kürzeren zieht, nicht immer in so eine typische Opferrolle verfällt. Und auf der anderen Seite soll es aber natürlich halt auch nicht zuschlagen. Und deshalb brauchen die Kinder dazu natürlich eine Handlungsalternative, die wirksam ist. Und in allererster Linie ist das Erste, was wir den Kindern zeigen, wie man sich stark vor einen anderen hinstellt und dem ganz genau sagt, was man nicht will, denn das ist das Allerwichtigste. Achtung, wir machen das mal so. Stellt euch mal in einer Reihe auf, damit euch alle gut sehen können. Stellt euch mal in einer Reihe nebeneinander, ganz genau. Okay, und jetzt will ich, dass alle von euch etwas stärker aussehen als eben noch. Und dazu macht ihr euch mal ganz lang. Macht euch mal so lang, wie es geht. Baut euch mal so lang auf, wie es geht. Und dann kommt die Brust nach vorn oben. Und jetzt tippt euch mal mit drei Fingern einfach so auf die Brust. Und dann guckt mal euren Nachbarn an, wie der aussieht. Und der sieht gleich schon ein bisschen, wenn ihr es richtig macht und euch nicht kaputt lacht, versucht mal ernst zu bleiben dabei. Wenn ihr es richtig macht, seht ihr gleich ein bisschen stärker aus als vorher. Okay, jetzt stellen wir uns mal vor, ihr wärt alle meine Schauspielschüler und alle sind auf dem Wege zum Superstar. Und ihr sprecht mir genau das nach, was ich euch vorspreche und ihr macht genau meine Bewegungen dazu nach, die ich vormache. Okay, wir machen mal alle zusammen. Stopp, lass mich in Ruhe. Stopp, lass das sein. Stopp, lass meine Sachen in Ruhe. Stopp, lass mich los. Stopp, ich will das nicht. Jetzt arbeite ich mal enger mit euch zusammen, lasst mich mal dahinter, ihr guckt trotzdem nach vorne und wir sagen denen das nochmal alle zusammen. Stopp, hör jetzt auf! Hör jetzt auf! Stopp! Stopp, das sagst du nicht nochmal zu mir! Stopp, das sagst du nicht nochmal zu mir!
Okay. Also, das ist immer der erste Schritt. Die Kinder sollen ganz klar sagen, was sie wollen und insbesondere das, was sie nicht wollen und sich dabei natürlich auch körperlich lernen, stark darzustellen. Das wäre das Erste. Aber natürlich brauchen die auch dann eine Handlungsalternative, wenn der andere sie trotzdem festhält, wenn der andere sie trotzdem in eine körperliche Bedrängnissituation bringt. Und aus dieser Situation sollen die Kinder sich befreien lernen. Die sollen aber, anders als bei vielen anderen gewaltpräventiven Projekten, die sollen aber auch dabei lernen, komplett auf Gewalteinwirkungen zu verzichten. Die sollen also sich aus dieser Situation befreien lernen, ohne dass wir dem anderen wehtun. So, jetzt brauche ich einen, der als Freiwilliger hier vorne mit mir die Schraube vorführt. Die Schraube. Achtung, am Anfang hältst du erstmal mich fest, er hält mich fest und ich habe noch einen Assistenten, der das Mikro hält. Okay. Er hält mich fest und hat beide Hände auf dem Rücken und hält mich so gut fest, dass ich da kaum rauskomme. Und was wäre jetzt das Erste, was ich machen muss, um da rauszukommen? Was wäre das Erste? Einmal drehen. Aber vorher sage ich ihm noch, dass ich es nicht möchte, dass er mich festhält. Ich drehe mich mal zu ihm um und sage zu ihm, stopp, lass mich los. Und nur wenn er mich jetzt immer noch nicht loslässt, dann mache ich die Schraube. Und das sieht so aus. Und jetzt gucken wir mal, er hat nämlich schon an so einem Gewaltfrei-Lernen-Projekt teilgenommen, jetzt gucken wir mal, ob er das auch schon genauso gut hinkriegt. Sag uns mal deinen Namen. Markus! Der Markus, ich bin mir fast sicher, dass der das auch schafft. Achtung! Also, wichtig dabei war, dem anderen genau in die Augen zu gucken und zu sagen, was man nicht will. Wir machen es noch einmal vor. Wer hält mich? Wir machen es mal einmal in Zeitlupe. Okay, also das Erste wäre wieder, ich drehe mich zu ihm um und sage, stopp, lass mich los. Aber der freche Kerl lässt mich nicht los und dann gehe ich einen schnellen Schritt zurück, presse meine Hände wie Magneten auf meine Oberschenkel und jetzt kann ich mich mit der Schraube von ihm befreien, guck ihm mit bohrendem Blick in die Augen, stell mich wieder stark hin und sage zu ihm, stopp, mit mir machst du das nicht nochmal, ich will es nicht, ich will nicht kämpfen, lass mich in Ruhe. Okay, jetzt bist du dran, jetzt wollen wir das sehen. Okay, jetzt braucht jeder von euch einen Partner. Sucht euch ganz schnell einen Partner. Sucht euch mal einen Partner. Machst du mit ihr? Und die beiden machen schon zusammen. Okay, dann mach du mal mit der Lynn, mit dem Gesangstar, ganz genau. Okay, alle brauchen genügend Platz.
Okay, im ersten Schritt gucken wir uns einmal über die Schulter und sagen zu unserem Partner, stopp, lass mich los. Aber wenn der uns dann immer noch nicht loslässt, dann gehen wir einen schnellen Schritt zurück, pressen unsere Hände wie Magneten an die Oberschenkel und jetzt drehen wir uns so schnell wir können einmal um. Und dann sagen wir zu dem, zeigen dem wieder unsere Stoppern, gucken dem mit bohrendem Blick in die Augen, stellen uns stark hin und sagen dann zu dem, stopp, mit mir machst du das nicht, lass mich in Ruhe. Okay, jetzt wechseln wir einmal, und dann machen wir es aber auch schon schneller, Stopp, lass mich los. Schneller Schritt zurück, Hände wie Magneten an die Oberschenkel pressen und ganz schnell rumdrehen. Und dann stellen wir uns wieder stark hin und sagen zu dem anderen, stopp, mit mir machst du das nicht, lass mich in Ruhe. Okay, wir machen noch ein kleines Spiel zum Abschluss, der ein bisschen anderes Repertoire. Dabei sollen die Kinder lernen, nicht nur diese Befreiung, sondern die sollen auch lernen, den Körper des anderen als Schatz wahrzunehmen und damit sehr behutsam umzugehen, dem anderen nicht weh zu tun. Unser Spiel heißt die Schaufensterpuppe. Wir bleiben mal bei dem gleichen Partner, den wir eben hatten. Und in diesem Spiel... Sind wir Verkäufer bei H&M. Wir sind Verkäufer bei H&M. Aber wir haben festgestellt, dass wir bei H&M in den letzten Wochen leider immer weniger von unseren coolen Klamotten verkauft haben. Und deshalb habe ich mir überlegt, wenn wir solche Schaufensterpuppen hätten, wenn wir solche Schaufensterpuppen hätten, die so aussehen wie echte Menschen, solche Schaufensterpuppen, die täuschend echt aussehen, dann, und die sehen so richtig lustig und cool in unserem Schaufenster aus, dann würden viel mehr Leute in unser Schaufenster gucken, würden lachen, würden sich freuen, würden mehr in unseren Laden gehen und würden auch mehr von unseren coolen Klamotten kaufen. Und solche Schaufensterpuppen habe ich mir besorgt. Und diese Schaufensterpuppen, die sind so wie aus Knete. Man kann die bewegen in alle möglichen Richtungen. Aber das Tolle ist, die Knete wird hart und die Puppe bleibt genauso stehen, wie ich die hingestellt habe. Genauso. Und das Beste ist, dass man alles an diesen Puppen bewegen kann. Man kann die Finger bewegen. Lass mal die Finger so. Man kann den Kopf bewegen. Man kann sogar machen, dass seine Puppe lacht. Man kann die Beine bewegen. Und die Arme, man kann die Puppe so hinstellen wie Supergirl. Alles ist beweglich, aber diese Puppen haben leider einen ganz großen Nachteil. Diese Puppen sind unglaublich kostbar und sie sind leider auch sehr zerbrechlich. Wehe, wenn man einen Finger zu doll anfasst, dann bricht er ab. Oder man hat einen Kopf in der Hand. Oder das Bein wäre plötzlich lose. Alles das könnte passieren und dann würde man natürlich einen riesen Ärger mit dem Moderator des Ganzen hier bekommen. Ganz genau. Okay. Wir stellen ganz schnell nochmal einmal unsere Puppen auf. Mach das nochmal zum Abschluss. Dann zeigt nochmal schnell, was ihr jetzt gelernt habt, sozusagen. Aber wehe, jetzt bricht ein Finger ab. Wehe, es bricht ein Finger ab. Ganz besonders vorsichtig müssen wir mit unseren Puppen umgehen. Ganz besonders vorsichtig.
Das klappt ja schon sehr gut. Ich sage schon mal Dankeschön, Oliver Henke von der Aktion Gewaltfrei Lernen. Nähere Informationen dazu gibt es auch noch mal später hier auf der Bühne und natürlich am Capri-Sonnenstand.